Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und wir waren beim letzten Mal weiter hier in unserem Vorort und haben hier ein grassierendes Arbeitslosenproblem. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir auf dieser Seite hier noch keinen Nachbarn haben, wo der Jobs anbietet. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, machen wir direkt mal zum Folgenanfang hier, ohne größere Umschweife. Unsere nächste Hightech-Industriestadt. Ne? Und, oder machen wir hier normale Industrie hin? Müsste ich mir nochmal überlegen. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Nee, da machen wir hier eine Agrarstadt hin. Genau, Freunde, wir waren ja beim letzten Mal auch dabei, Bauernhöfe zu bauen. Ne? Und, ja, würde ich sagen, gehen wir das doch mal an hier. Das wird das jetzt hier ein riesen Bauernhof. Verdammt. Ja, die Steuerung ist manchmal. Und ja, genau. Wir machen diese ganze Aktion ja hier, um die Hauptstadt vor dem Kollaps zu retten. Wo ich jetzt ja immer noch Hoffnung habe, dass wir das schaffen. Ne, weil, naja, also... Sagen wir es mal so, die Hauptstadt hat ein Lebenszeichen von sich gegeben, tatsächlich. In der vorletzten Folge. Da sind tatsächlich neue Gebäude aufgebaut worden und dieses Lebenszeichen möchte ich bitte behalten. Und diese Stadt revitalisieren, sage ich jetzt einfach mal. Und das geht nur, wenn wir mehr Nachfrage nach Gewerbebüros und ja, Gewerbedienstleistungen generieren, und Gewerbedienstleistungen werden hier nur generiert durch mehr Einwohner in der Region, was wir auch mit unserem Vorort gerade errichten, und mehr Gewerbe in der Region, mehr arme und mittlere Dienstleistungsgewerbe, welches wir auch in einer Nachbarstadt bewerkstelligen. Und deswegen machen wir jetzt das Ganze hier. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen eintönig, das hier zu sehen. Ich könnte euch auch kurz rausschneiden, aber so lange dauert es dann nun doch nicht. Ja, ich nehme das Ganze wieder an einem Sonntagabend auf hier, ganz klassisch. Tatsächlich. Und ja, freue mich, dass ihr einfach wieder dabei seid bei SimCity 4. Das Projekt findet guten Anklang. Finde ich sehr gut, weil es auch ja, eins meiner Lieblingsspiele ist hier, SimCity 4. Und ja. So lässt sich's doch leben. Und was wäre ein Let's Play ohne die Community, richtig? Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Corona-Zeit scheint ja überstanden zu sein, Gott sei Dank. Und ja, muss man wieder arbeiten. Aber mein Gott, das gehört dazu. Was mut, das mut. Und ja, mein Gott, das sieht ja jetzt ganz schön, das sieht ja schon ganz schön krass hier aus, ne, mit meinem Straßennetz. Aber es ist halt nötig. Es sind halt sehr viele Straßen, aber die werden halt beim Agrarbereich, werden die halt benötigt. Und, ach, wir sind gleich fertig, Gott sei Dank. Sowas ist immer eine Kackarbeit, deswegen speichere ich das Ganze auch mal. Sowas ist immer eine richtige Kackarbeit. So, damit wir hier richtig schön Jobs generieren. Ich hatte halt gehofft, dass wir hier eine Hightech-Stadt hinmachen können, aber das wollen sie hier nicht. Die wollen hier tatsächlich... verdammt, das ist zu groß. Die wollen ja tatsächlich Agrargebiete haben. Ja, die können sie kriegen. Also Agrargebiete können sie gerne kriegen. So, dann einmal noch hier und dann haben wir das. Wir brauchen ja noch einen Platz für ein Kraftwerk. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier abgeht. Die Zone ist zu groß. So, dann hier, zack.
Zack. Genau. So wird das werden, Freunde. Zack. Das gibt gleich einen richtig schönen Push hier. Ich sehe es schon kommen. Es gibt gleich einen richtig schönen Job-Push in unserer Region. Ich sehe es schon kommen, ja. Agrargebiete werden halt auch benötigt in so einer Region, ne? Habe ich halt bis jetzt total ignoriert. Weil ich dachte, gut, kommen wir drum rum. Aber scheinbar ja dann nun doch nicht. Scheinbar braucht man es doch. Okay, jetzt haben wir Nacht und dann speichern. Und dann los geht's, baut euch Jobs auf. Sehr schön. Die kommen da alle nach und nach, ne? Gut, sehr schön. Machen wir mal die Jobs und Bevölkerung parallel auf. Ja, schaut euch das an. Also das ist wirklich, wie viele Jobs hier generiert werden. Wow. Mehr nicht. Es stagniert. Ah, guck mal, da ist sogar tatsächlich ein Ende in Sicht. Okay. Oh, mehr nicht? Doch, okay, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Weiter. Das sieht natürlich schon krass aus, ne? Die Betriebe hier. 6 Jobs. Ihr seht, so viele Jobs sind das gar nicht. Aber es sind halt... Ja, obwohl. 16.000 Agrarjobs hier, ne? Tauscht Müll gegen Moneten. Hier. Ja, es sind... Und ihr seht's, Hightech. Durch Agrarindustrie wird Hightech-Industrie-Nachfrage und Gewerbenachfrage generiert. Ihr seht das, ne? Ja, und hier oben scheint... Hier sind noch ein paar Felder frei. So, Jobs und Bevölkerung. Ja, ihr seht's, ne? Also wir haben jetzt quasi knapp ungefähr 20.000 Agrarjobs. Na, und da würde ich sagen, jo, wartet mal. Verdient diese Stadt jetzt Geld? Sie verdient Geld, schaut euch das an. Sehr cool. Gut. Wartet mal, ich würde gerne noch mal was ausprobieren. Voll die Felder hier. Wir können mal was ausprobieren. Bringt das was, wenn wir hier eine Feuerwehr bauen? Würde ich gerne jetzt mal gucken. Feuerwehr. Komm mal her, große Feuerwache. Bringt das was? Nö, bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Polizei vielleicht? Bringt Polizei was? Auch nicht. Ne, die Gebäude bleiben gleich tatsächlich. Das ist dann tatsächlich so ein Feature von der Agrarindustrie, dass die Gebäude tatsächlich immer gleich bleiben. So, aber ist ja nicht schlimm. Dadurch haben wir jetzt tatsächlich hier einiges an Nachfrage generiert schon. Die wir hoffentlich jetzt hier bedienen können. Ganz genau. Ja, ganz genau. Da kommen die neuen Jobs. Industrie. Dann können wir gleich nochmal in die Hightech-Industrie springen. Wow! Was ist das denn hier für eine geile Mall? Richtig cool, ja. Richtig cool. So, wo sind die Einwohner? Hier sind noch irgendwo Einwohner. Irgendwo haben wir hier noch... Ist das etwa ganz klein? Nee, okay, es ist mittel. Alles klar. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Einmal eine Wasserpumpe, Freunde. Könnt ihr haben. Hier, bitteschön. Und da kann es weitergehen. Sehr gut. Auch bei Hightech-Industrie. So generiert man Jobs, Freunde. So generiert man Jobs. Dann wieder ab hier hin. Damit endlich mal die Arbeitslosigkeit wegkommt. So. Sims suchen Büros. Sehr gut. So.
Gut, aber was hindert uns denn jetzt gerade? Luftverschmutzung? Nein, Wasserverschmutzung? Auch nicht. Luftverschmutzung, ein bisschen was, aber auch ja, ist eigentlich nicht so viel Müll. Oder Landwirt, was ist denn mit dem Landwirt los? Jobs und Bevölkerung? Ja, ist okay. Ist aber eigentlich nicht viel anders, ne? Mach mal den Bäumetrick. Ich mach mal den Bäumetrick. Mal gucken, ob der was bringt. Gucken, ob der was bringt nochmal hier. So, zack. Na, diesmal nicht. Okay, aber diesmal haben wir auch keine Nachfrage mehr. Und wir haben aber wieder Gewerbenachfrage. Habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Das heißt, wir können wieder hier hinspringen. Und dann sollte das sich aufbauen, oder? Nee, hier ist keine... Hä? Hier wird Hightech-Industrie nachgefragt. Aber wir haben doch hier... Wartet mal. Da wird Hightech-Industrie nachgefragt, aber hier haben wir alles bedient. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Dann gehen wir mal wieder in so einen Vorort. Hier, in unsere Mini-Hauptstadt. Quasi, ja, das sieht schon so aus wie so ein kleiner Vorort. Kleinstadt, genau. Ach du Kacke. Okay, das ist doof gewesen, aber gucken wir doch jetzt mal. Ha! Haha, oder? Bleibt das so? Die Arbeitslosen sind weg. Ich habe zu früh gefreut. Zu früh gefreut, verdammt nochmal. Wasser bitte. So. Zu früh. Nein, verdammt. Zu früh gefreut. Warum? Ich habe eine Agrarstadt hier aufgezogen. Warum geht ihr nicht weg? Was soll das? Ah, guckt mal. Okay. Was war das denn? Hier poltert irgendwas. Okay, es kann sein, dass wir tatsächlich in die Hauptstadt springen müssen. Ne? Neue Stadt nochmal. Hier nochmal Gewerbe. Muss doch jetzt was passieren. Hä? Warte mal ein bisschen. Ah, okay. Einfach ein bisschen warten. Ja. Warum ist das verlassen? Wassermangel. Verdammt. Okay, einfach abwarten. Einfach geduldig sein. Ja, das ist manchmal schwer. Finde ich krass, dass hier diese fetten Malls aufbauen. Guck mal, SG Tesco Grow. 600 Jobs. Ja. Aber wo sind denn hier noch Einwohner, sagt Ball. Ich habe doch beim letzten Ball... Ach, hier. Ganz minimal, ja. Okay, mach das mal so, bitte. Und hier. Alles klar. Okay. Genau, hier sind tatsächlich noch Wohngebiete, Mensch. So, mach die weg. Brauchen wir nicht mehr. So, und Gesundheit und Bildungsgebäude können eigentlich auch weg, aber... Erstmal nicht. So, was war das? Achso, Staffel von Virus. Ja, okay. Wir haben ja keine Leute mehr hier. Probieren wir es jetzt nochmal hier. Ja, Schritt für Schritt, ne? Hier gucken, ob die Arbeitslosen weggehen, endlich. Ich würde gerne mal diese Stadt hier wegkriegen. Also beziehungsweise vollkriegen. Also. So. Die gehen nicht weg. Die gehen zum Verrecken nicht weg, die Arbeitslosen. Warum? Warum? Ah, okay.
Oh, sorry, da bin ich gerade an mein Mikrofon gekommen. Okay, wisst ihr was? Wir starten mal einen Versuch. Ich spring mal in die Hauptstadt. Genau, ich spring mal in die Hauptstadt. Gucken wir mal, was sich jetzt hier tut. Ob das jetzt wirklich einen Push bringt. So, warte mal. Warte mal, zeig mal die Nachfrage. So, lass mal laufen. Gucken wir doch mal. Auf jeden Fall sind jetzt weniger Gebäude verlassen als beim letzten Mal. Oder wir müssen einfach Einwohnergebäude bauen. Ganz trivial. Ganz trivial einfach Einwohnergebäude bauen. Aber ich meine, wartet mal. Wenn wir hier die Zonen haben, ne? Ich würde ja vorschlagen, dass wir diesen Bereich hier wegmachen. Aber was für Gebäude stehen da? Das ist die Frage. Können wir eigentlich wegmachen? Kommt. Können wir eigentlich wegmachen? Das ist jetzt so ein bisschen so Doktorarbeiten. Operation am offenen Herzen, so ungefähr. So. Dann guck mal bitte alle aus. Okay. Nachfrage generieren. Der Geldbestand im Stadttresor. Oh Gott. Ja. Verdammt. Gesundheit und Bildung. So. Bringt das jetzt was für die Nachfrage? Wir müssen noch mehr machen, ne? Kommen auf jeden Fall Hochhäuser. Finde ich gut. Auf die Finanzen müssen wir auch aufpassen. So. Das heißt, wir müssen weiter. Luftverschmutzung ist halt hoch, ne? Ja. Mach mal Zone, bitte. So, dann machen wir bitte jetzt nochmal hier stark bebautes Wohngebiet. Hä, warum? Warum macht er das denn so? Naja, gut, okay. Ist ja jetzt egal. So, dann... Oh Gott. Das Stadtbudget, Mann. Ich hasse das. Ach du 7000. Um Himmels Willen. Oh Gott. Mach mal die Bildung runter. So, das nervt jetzt nämlich ein bisschen. Scheiße, die Nachbarn. Die Nachbarn haben uns die Energieverträge gekündigt. Nachbarschaftshandel, Energie bitte. So, wunderbar, danke. Was ist jetzt wieder? Okay. So, das sind jetzt Doktorarbeiten an unserer Hauptstadt. Ihr seht da die... Ah, okay. Mach mal die Meldung aus, oder? Nee, das ist eigentlich ganz gut, dass die Meldungen anbleiben. Ah, okay. Okay. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Wohngebiete. Ne? Aber hier ist jetzt wieder... Boah, guckt euch das an. Die sind halt arbeitslos, warum auch immer. Wow, guck mal hier. Sieht ja geil aus. Wilkshire Tower. Yeah. Aber... Mach mal den Bäume-Trick. So. Ja, der Bäume-Trick. Sehr gut. Der rettet mich immer wieder. So. Genau, dann gucken wir doch jetzt mal, was mit der Nachfrage passiert. Ja, genau. Mehr Einwohner.
Das ist aber... Das sind Jobs, oder? Nee, das sind keine Jobs. Krass! Shinjuku Mitsui. Cool. Das ist aber ein Gewerbegebäude. Ja, das ist ein Gewerbegebäude, mittleres. Aber, hey. Es sieht richtig, richtig gut aus. Dann müssen wir einfach so weitermachen, denke ich. Also dann... Dann retten wir jetzt unsere Hauptstadt. So einfach ist das. Ich weiß, wir machen jetzt zwar Wohngebiete direkt neben Gewerbegebiete, aber das ist nötig, wie es scheint. Das ist total nötig. Weil es werden ja Einwohner gefordert. Und dann geben wir denen doch jetzt mal die Einwohner. Hier können wir mal einen Park reinmachen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Da können wir einen Park reinmachen. So. Zack. So. Es ist natürlich logisch, ne? Wir hatten viel zu viele Gewerbejobs hier am Laufen. So, ich denke, dass wir dann hier jetzt auch mal wieder die Kosten ein bisschen hochschrauben können. So, genau. So. Ja, und dann können wir somit eigentlich schon sagen. Warum hat der keine Straßenanbindung? Was zur... Da machen wir diese Mautstation weg. So. Okay. Dann hat der jetzt eine Straßenanbindung. Oh, aber bitte während der Operation hier bitte Tagesmodus anlassen. Weil ich muss hier einen klaren Blick haben drauf. Ich mache den Nachtmodus später wieder an. So, was haben wir die Nachfrage? Nach wie vor Wohngebiete. Okay. Stadtfinanzen sehen gut aus. Jobs und Bevölkerung, mal gucken. Das schwankt mir zu stark irgendwie, aber ist in Ordnung. Ah, das liegt daran, weil die noch was aufbauen da. Das sind Wohngebiete, oder? Das sind Wohngebiete, ja, genau. Okay. Das heißt, wir müssen hier weitergehen in die Zonen. Und weitere Wohngebiete hochziehen. Es ist tatsächlich... Ja. Okay. Aber so langsam... Machen wir das hier noch? Wartet mal. Was für Gebäude sind das? Wow, eigentlich ungern. Aber hier vorne... Wir müssen Opfer bringen, Freunde. Wir müssen leider Opfer bringen. Die Gebäude müssen leider weg. So. Dann haben wir jetzt hier Wohngebiete. Und Gewerbenachfrage. Ach, das nervt mit diesen Mausstationen, weil die hier die ganze Zeit die Gebäude... ja, sind es in Ordnung. So. Bauen wir mal ein paar neue auf hier. Ja, wobei, Mautstation bei Wohnung ist uncool. So, ach du Kacke. Ach du Kacke, die Kosten, Freunde, die Kosten. Da müssen wir jetzt natürlich gucken. Müll haben wir nicht. Wasserverschmutzung haben wir keine. Oder? Müll? Wasserverschmutzung haben wir keine? Nö. Luftverschmutzung ist hoch, ja. Das ist aber nicht zu vermeiden bei so einer riesen Skyline. Ach, guckt mal. Und die Bildung? Ja, die Bildung muss ich jetzt natürlich... Wir müssen jetzt mal ein bisschen abwarten. Aber seht ihr das? Seht ihr das? Reiche Büros werden nachgefragt. Wir restrukturieren jetzt also quasi gerade unsere Hauptstadt, dass wir die noch retten können. Weil hier unten der Bereich sieht ja mega gut aus. Hier der Bereich mittlerweile auch.
Da kommt sogar noch ein neues Wohngebäude. Nee, das ist Gewerbe. Das sind die reichen Büros, ne? Das ist schon krass gerade, ja? Aber es scheint zu funktionieren. Boah, geil. Sieht aus wie eine Rakete. Wow! Hey, cool. Eis-Hamadan. Tsukima Sankyu. Ja, sehr schön, Freunde. Schaut euch diesen Bereich mal an. Der war vorher ein Problembereich. Jetzt haben wir nur noch diesen Bereich hier als Problembereich. Gut, machen wir bitte Zone. Dann ersetzen wir das nämlich hier. Mit Wohngebieten. So. Mit Wohngebiete. Und dann eine neue Straße bitte bauen. Beziehungsweise hier die abreißen. Warum reißt du nicht ab? Hallo? Okay. So, wunderbar. Weil damit da auch Wohngebiete wieder rauskommen. Geldbestand. Oh! Diese blöden Finanzen. Tut mir leid. Ich muss die Bilder runterschrauben. Verdammt nochmal. Also irgendwie verlieren wir Geld. So, jetzt. Jetzt, okay. Was sind das hier für Gebäude? Das sind Büros. Ja, wir haben viel zu viele Büros eigentlich in unserer Hauptstadt, ne? Aber so langsam, aber sicher... Ja. Langsam, aber sicher fängt die Stadt an, wieder zu funktionieren. Hier vorne nochmal. Aber, Sims suchen Büros. Ha, seht ihr? Was ist das jetzt hier für eine Industrienachfrage? Lehrer, ja. Ihr seid mir gerade zu teuer, sorry. Wir müssen erstmal gucken, dass die Finanzen stabil bleiben. So. Warum schwanken die Finanzen so stark? Aber ich glaube, weil die hier aufbauen, ist klar, ne? Die Steuern, wie sehen die aus? 8%, das ist eigentlich okay. Oder sollen wir nochmal die Gewerbesteuern erhöhen? Ich habe aber Schiss, dass die dann komplett flöten gehen, die Gewerbeleute. Ja, ist mir egal gerade erstmal. Ich meine, wir können es ja versuchen. Versuch's mal. Speicher das mal direkt, weil nicht, dass das abkackt. Dass ich das dann wieder rückgängig machen kann. So. Haben noch 2 Minuten, da beobachte ich das jetzt nochmal ein bisschen. Der Gewerbenachfrage. Aber es scheint zu passen. Okay, scheint zu passen. Ja, sehr schön. Sims suchen Büros, diese Meldung möchte ich lesen. Schaut, ja, sehr schön. Dann könnt ihr doch hier reingehen. Ihr habt doch hier reiche Büros. Ja, aber zu viele. Aber schaut euch das an. Schritt für Schritt kommen wir aus der Misere raus. Hier oben nochmal ein bisschen was, aber... Ist schon okay, also... Schritt für Schritt kommen wir tatsächlich jetzt aus der Misere raus, auch dank unserer Vororte. Stadtverordnung? Was habe ich? Haben wir noch irgendwas mit Stadtverordnung, was wir nicht brauchen? Ja, einiges, aber lassen wir erstmal. So, ansonsten nochmal Finanzen kurz beobachten. Und beobachten, wie die Gebäude sich verhalten. Ja, die Lehrer. Ich weiß, dass ihr wenig Geld gerade habt. Aber ich kann euch leider noch nichts geben, weil die Finanzen irgendwie gerade abkacken. Aber, schaut euch das an. Ich mache jetzt noch einmal den Bäumetrick, so als letzte Aktion für diese Folge.
Mach jetzt noch einmal den Bäume-Trick. Ob du gucken, ob das noch was bringt hier. Ansonsten. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Sind das Wohnhäuser oder sind das Gewerbetürme? Ein Geschenk. Das ist auf jeden Fall ein Wohnhaus. Verdammt, ey. So. Wow. Aber da haben wir auf einmal 30.000 extra hier. Da können wir auch die Bildung und Gesundheit... Die Gesundheit ist oben. Noch wieder die Bildung hochschrauben. So. Ja, schaut euch das an. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt mit der Kohle. Weil dann können wir ja vielleicht sogar weitermachen. Boah, schaut euch das an hier. Boah. Boah. Die Industrienachfrage, Freunde. Die Industrienachfrage. Richtig krass. Aber da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum, würde ich sagen. Gut, liebe Freunde. Da haben wir ja tatsächlich wieder ein bisschen große Hoffnung für die Hauptstadt. Würde ich vorschlagen, einfach wie wir die Industrienachfrage decken, sehen wir da beim nächsten Mal. Und wie wir dann hoffentlich hier weiter die kaputten Gebäude loswerden. Und hoffentlich die Finanzen so hoch behalten. Gut, Freunde, da würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Einmal nochmal ganz kurz hier die... Ganz kurz nochmal hier die blöden Mausstationen wegmachen. Wie gesagt, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.